Hallo, liebe Europäerinnen und Europäer. Ich bin Monika Warner, ich bin frisch gebackene Europaabgeordnete. Gestern wurde ich angelobt und es ist recht aufregend. Hier ist das Europaparlament in Straßburg, ein ganz, ganz tolles, großes Gebäude. 28 Mitgliedstaaten hat die Europäische Union und wir sind 751 Abgeordnete, die für ein besseres Europa und für Reformen kämpfen. Ich bin Grüne und ich bin eine von drei grünen Abgeordneten aus Österreich. Wir sind eine starke Fraktion. Und wir kämpfen für ein soziales, für ein geschlechtergerechtes, für ein ökologisches und für ein menschlicheres Europa. Das Europäische Parlament ist ein Arbeitsparlament. Es gibt wirklich viel Gewusel und Getue. Ganz, ganz viel wird gearbeitet. Ich selbst werde in vier Ausschüssen arbeiten. Mein erster Ausschuss wird sein die Regionalpolitik, abgekürzt REGI. Da werde ich eine starke Stimme für Städte und Gemeinden und Regionen sein. Ich komme ja aus der Kommunalpolitik. Ich war 13 Jahre lang Wiener Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete. Und diese Verbindung zwischen den Städten, zwischen den Regionen und dem Europäischen Parlament möchte ich die kommenden 5 Jahre stärken. Mein zweiter Ausschuss wird sein Budget- und Haushaltspolitik. Das heißt, ich werde das viele Geld, das die Europäische Union hat, auch verteilen und schauen, dass es gerecht und fair und im Sinne von sozialen und ökologischen Reformen verteilt wird. Und ich werde Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales und im Frauenausschuss sein, wo wir schon einiges an Arbeit hatten. Wir hatten gestern zum Beispiel den scheidenden EU-Kommissar Laszlo Andor bei uns in der Fraktion zum Hearing und haben ihn zur heute brandneu erschienenen Mitteilung der Kommission zu Green Jobs, zu grünen Arbeitsplätzen befragt. Das war sehr spannend, denn einerseits freuen wir uns über die neuen Impulse zu Green Jobs. Andererseits geht uns die Mitteilung nicht weit genug, weil sie zu unkonkret ist und zu wenig soziale und Geschlechterperspektive hat. Da werden wir Grünen und insbesondere ich die nächsten Jahre darum kämpfen, dass diese ökologische Transformation der Wirtschaft und neue grüne Beschäftigung, die auch gut sozial abgesicherte Beschäftigung ist, dass das wirklich umgesetzt wird. Und ein Vorhaben, das für Herbst ansteht. Wir wollen verhindern, dass die Mutterschutzrichtlinie die Verbesserungen für den Elternurlaub bringen würde. Und beim Mutterschutz, also sehr wichtig, gerade auch für Länder mit schlechteren sozialen Standards, als wir es in Österreich kennen, dass die nicht zurückgezogen wird von der Kommission, sondern hier weiter verhandelt wird mit dem Europäischen Parlament, um hier einen wesentlichen Schritt in Richtung eines sozialeren Europa zu schaffen. Ja. Das war mal mein Einstand hier im Europaparlament. Ich hoffe, ihr kommt mich auch einmal besuchen. Wir können Besuchergruppen organisieren. Ich freue mich auch auf euch in Straßburg oder in Brüssel. Danke für die Aufmerksamkeit und für ein anderes Europa.